Hallo Bastelhai-Freunde, wir sind hier bei der Classics in Ribbeck, die hier heute durch, durch Ribbeck kommt, durch Potsdam und weiß ich, wo die noch lang fahren. Ja, ich bin hier mit meinem Uli liegen geblieben. Also ich bin jetzt da nicht mitgefahren, wir wollten eigentlich nur gucken gehen, was die anderen hier so zu zeigen haben. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, ich hatte den ja in der Werkstatt, weil der plötzlich kein Jas mehr angenommen hat und geruckelt hat und bis ich was. Und da hatte mir der Werkstattmensch ja gesagt, dass meine Verteilerkappe falsch montiert war. Die war ja um 90 Grad verdreht oder so. Das ist jetzt erstmal damit widerlegt, weil der Fehler ist genau der gleiche wie vorher. Also er nimmt wieder kein Jas an, stottert und so weiter. Ja, mal sehen, wie das hier weitergeht. Vielleicht kann ich noch ein paar Impressionen aufnehmen, während ich hier auf den Abschlepper warte. Wir schauen mal. Oh, und da kommt mein Favorit. Ja, wink mal. Das ist der, auf den ich gewartet habe. Mein Abschlepper. So, unglaublich, aber wahr. Während der junge Mann uns hier aufladen will mit dem Abschlepper, meint wirklich ein Reiseunternehmen, jetzt hier parken zu müssen. Ja, um diese Kaffeefahrt einzuladen. Na gut. Okay, der passt jetzt nur gar nicht dazu. Ein paar Worte für die Nation? Scheißspiel. Der nächste, der stehen geblieben ist, der schöne Seat Altea, hat keine Kupplung mehr. Also während wir hier abgeschleppt worden sind, ne? Also noch nicht, aber gleich. Wurde der junge Mann. Oh, ein BMW. Ein Porsche. Lass mich doch mal ausreden. Achso. Wurde unser Helferlein mit dem Servicemobil angesprochen, ob er mal erste Hilfe leisten kann für den Altea. Inzwischen ist es hier so ein bisschen Verkehrschaos-mäßig. Denkt dran, der möchte nie gefilmt werden, unser Abschleppmann. Nein. Ja, meine Zeit war da ohne, ich hab mich später nachgeholt. Thank you.
wer sein Audi liebt, der läuft. Laufen wir jetzt nach Hause? Ja. Wie weit ist denn noch? Ja, ein Stück ist noch. Haben wir noch Wasser? Schluck. Da steht er jetzt wieder, der Audi. Das Ganze ist ja am Sonnabend passiert, heute ist Montag. Das war ja Sonnabend Vormittag, an der Mittagszeit war es ungefähr gewesen. Da nochmal einen schönen Dank an die Abschleppfirma Pagel, die wirklich sehr schnell vor Ort waren und uns auch super schnell zur Werkstatt geschleppt haben. Problem ist jetzt, es ist nichts feststellbar. Ich hatte die Schlüssel da abgeben lassen und der ist heute Morgen eingestiegen, das Auto, hat den gestartet, sprang den nicht an, aber das ist normal, man muss immer eben mal das Pedal durchtreten und dann sprang der an und lief auch tadellos. Ich hatte mit dem kurz gesprochen, ihm erklärt, was passiert ist. Das ist jetzt ja das zweite Mal, dass das passiert ist und immer dann, wenn man aus dem Stand ein bisschen zügiger anfährt. Zum Beispiel, wenn man eine Kreuzung räumen will und da wieder unheimlich viel Verkehr ist und man so eine Lücke nutzen will. So ist mir das jetzt zweimal gegangen, dass er danach nicht mehr fuhr. Kein Gas mehr angenommen hat und auch kein Standgas mehr hatte. Problem, wie gesagt, ist nicht nachvollziehbar. Ich habe es jetzt gerade selber nochmal versucht. Ich bin jetzt hier ein bisschen durch die Gegend gedüst mit der Karre. Aber er macht das jetzt wieder nicht. Das ist dann plötzlich auftreten, immer dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Ganz doof. Katze, lass das. Du reißt mir das ganze Ding vom Himmel. Ah, ja, so sind sie, die Katzen. Ja, also wie gesagt, Fazit erstmal Open End wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, was er da macht. Nach einer gewissen Standzeit, so war das auch beim letzten Mal, läuft er wieder. Muss ich mich mal mehr in Richtung Vergaser vielleicht robben. Fakt ist, mit der gedrehten Verteilerkappe hatte das auf jeden Fall nichts zu tun. So, gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht die Tür bis zum nächsten Mal. Tschüss.